Marco Reus hat den Vorwurf, die deutschen Nationalspieler hätten während der Weltmeisterschaft in Russland Probleme mit der Disziplin gehabt und häufig PlayStation gespielt, zurückgewiesen. Außerdem sprach der BVB-Star über vermeintlichen Rassismus im DFB-Team. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Jeder bei uns war immer pünktlich, wir haben gut trainiert, hatten ganz sicher kein Disziplinproblem, stellte Reus im Sportbuzzer-Interview klar. Kritik, weil die Spieler etwa eine PlayStation mit in ihrer Unterkunft dabei hatten, lässt er daher nicht gelten, das ist für mich absoluter Quatsch. Das sind Faktoren, die keine Rolle spielen. 2014 wurde bei uns mit Sicherheit auch gezockt und Frankreich wurde jetzt Weltmeister, obwohl ich beispielsweise von Ousmane Dembele weiß, dass er viele Stunden an der PlayStation hockt. Dennoch müsse man nach dem WM-Debakel sicherlich etwas ändern, erklärte Reus. Es wäre aus meiner Sicht auch falsch zu sagen, wir haben ein schlechtes Turnier gespielt, aber weiter geht's. Genauso falsch wäre es allerdings, alles auf den Kopf zu stellen und zu hinterfragen, was über Jahre super funktioniert hat, sagte er. DFB-Star Marco Reus über Kanaken und Kartoffeln. Im Zuge der Debatte um Mesut Özil und angeblichen Rassismus innerhalb der Nationalmannschaft drang darüber hinaus an die Öffentlichkeit, dass sich Spieler Kanake oder Kartoffel nannten. Eine Tatsache, die Reus unproblematisch findet. Das war bis gerade ehrlich gesagt kein Thema. Ist doch immer gleich, wenn wir solche Späßchen machen, heißt es, dass es im Team nicht stimmt. Wenn wir immer ernst sind, fehlt die Lockerheit. Wenn es nicht läuft, wird alles in Frage gestellt, so Reus. Mehr zum DFB-Team und Leroy Sane.